Hello, people. So, willkommen zurück zu New Island. So, jetzt gehen wir zur Lava-Zone. Okay, ich bin gespannt. Achso, das ist wieder so ein Level wie im abgebrochenen Vorgänger. Ja, Bonnie, ich habe mir absichtlich schon Power-Ups geholt. Bams. Warte. So. Okay, der hat ja manche Level geremaked für diesen Hack. Und ich glaube, das hier ist auch so ein geremakedes Level, oder nee? Weil das hier hat ja ein Secret Exit. Ich glaube, das ist zwar an eine Idee aus diesem Vorgänger angelehnt, aber nicht geremaked. So ist es richtig. So. Uah, Hilfe. Nein! Och, Mario, spring doch mal richtig! Woher soll ich wissen, dass da so eine Riesenlücke ist, Mann? Manometer! Und du sollst auch sterben, Monsieur Chuck. Die Fuck! Du bist ein bösartiger Chuck, der die Bösartigkeit verkörpert. Wap, 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 wap. Hilfe. Bams. Ach Gott, nö. Mann! Ich hasse dich, du Spiel! Warum musst du zu dem Spieler denn immer so fies sein? Ja, im Ernst. Also, der Spieler wird hier immer gnadenlos abgebrutzelt. Warum eigentlich? Mein Gott, das Spiel ist immer gemein zum Spieler. Der muss ja immer leiden und verrecken und was weiß ich noch was tun. So. Zack. Und nochmal Jump, warte. This upside pipes leads to the goal. If you want to reach Red Switch Place, you need to enter the right pipe. Ich hätte jetzt Lust, was will ich jetzt? Ach, gehen wir mal da oben hin. So. Okay, Leute, ich werde hier erstmal einen kleinen Cut setzen, zur Sicherheit. Bis dann, tschüss! So, People, hier bin ich wieder zurück. Jetzt werden wir nach rechts gehen und uns den roten Switch besorgen. So. Naja, ich habe jetzt eben nur wieder mal abgespeichert, weil... um einen möglichen Game Over hier zu entgehen. Und ich habe ja jetzt auch... Hilfe, stirb. Nee, ich habe keinen Hilfe, stirb. Ich wollte etwas anderes sagen, nämlich... Hilfe? Ja, schon wieder Hilfe. Dass ich jetzt einen runden Switch machen werde. Nee, das wollte ich auch nicht sagen. Mist, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was ich überhaupt sagen wollte. Nee, das ist jetzt einfach aus meinem Kopf verschwunden. Ich bin irgendwie mit den Gedanken heute ziemlich woanders. So wie oft auch beim Aufnehmen. Und daher kommt auch, dass es oft minutenlange Redepausen gibt. So, und jetzt sind wir wieder an der Stelle. Oh Gott. Okay. Was erwartet uns denn hier? Noch mehr Level. Also, oben ist das Level vorbei und hier wird man noch weiter gequält. Typisch für einen Secret Exit. Okay. Gut zu wissen, dass da auch ein Teil ist. Och, Menno, 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 Menno,
Ach Gott. Sodele. Ich werde nicht aufgeben, Spiel. Deine Machenschaften werden mich nicht in die Knie zwingen. Spiel. Und die Münzen sind mir jetzt auch relativ wurscht. Weil, was bringen die mir denn jetzt? Zack. Stirbst du, danke. Danke, dass du gestorben bist. Damit hast du diese Welt bereichert, indem du gestorben bist. Ja, in der Tat, das hat das Viech wirklich, weil zu was anderem ist das Viech ja nicht nütze. Außer Marius töten, und ich glaube, das ist eine eher unerwünschte Eigenschaft. Marius zu töten. Ach Gott, warte. Ja, Hilfe. Mein Gott, hier fliegen ja ziemlich viele Viecher durch die Gegend. Hilfe. Warte. Pilz? Schade. Uah. Ach, Manometer. Okay, Konzentration ist angesagt. Sehr große Konzentration! Wieso springst du nicht, du Sack? Mann! Ich hab auf Springen gedrückt, Mario. Mein Gott, also Mario will ja manchmal nicht springen. Warum denn? Ich drücke exakt im richtigen Augenblick auf den Knopf. Also ist meine Tastatur jetzt im Arsch? Sollte ich die mal austauschen? Und ja, ich spiele mit Tastatur, weil ich das besser kann als mit Gamepad. Und übrigens spiele ich auch in SM64X jetzt mit der Tastatur. Ich habe mir das irgendwie beigebracht. Und habe ja auch gefragt, ob ihr auch SM64X von mir sehen wolltet. Darauf habe ich keine Antworten gekriegt. Auf derartige Fragen. Okay. Aber ich glaube, ich werde es dann vorerst erstmal lassen, weil ich habe mit allen SMW-Hacks dieser Welt schon genug zu tun. Manometer, das ist doch dreckig hier. Ja, das ist wirklich dreckig. Mann! Okay, dann könntest du dich auch gleich umbringen, du Mario. Okay, nochmal. Ich gebe nicht auf, Spiel. Du kannst mich nicht in die Knie zwingen. Wie oft soll ich dir das noch sagen? So, hallo Käfer. Hallo Käfer Nummer 2. Hallo Stirbchuck. Bams. Hui. Mann, wieso springst du nicht, du Sack? Bams, Bams, zack. Also, wenn Mario nochmal nicht springen will, wenn ich auf den Knopf drücke, dann gibt's Haue für ihn. Da muss er sterben. Okay.
zugegeben, das war mein Fehler. Das eben war nicht mein Fehler, weil ich habe ganz klar auf den Sprungknopf gedrückt. Das weiß ich selber. Und trotzdem springt er manchmal nicht. Ach, Mann. Ich hasse diese Football-Chucks auch. Ja, Mann. Also allmählich verliert man hier schon die Geduld. Und mit Mann meine ich ich. So. Jetzt werde ich das hier erneut vollbringen. So, Fliegenpilzi! Zack. Zock. Bams, bams. Und. So, stirb, Chuck. Manometer. Jetzt fällt er schon wieder in die Lava. Jetzt wird er mal wieder vom Feuer verbrannt. Och, Mario, du dummer Sack, jetzt. Jetzt wird er wohl gleich wieder vom Feuer verbrannt oder er fällt wieder in die Lava, weil er zu unfähig ist, um zu springen, der doofe Klempner. Oder er wird nicht vom Football getroffen. Oder er wird von diesem Pickelkäfer aufgespießt. Oder er wird von der Piranha-Pflanze getroffen. Oder er springt mal wieder nicht. Keine Ahnung. Mein Gott. Mario ist dumm. Sehr dumm. Das ist ein Fakt. Aber wenn er so etwas macht, dann ist er wirklich der Dümmste. Zack. Hui. Hui. So. Rein mit dir in die gute Stube. Oder in, besser gesagt, in die gute Hölle. So. Bams. Miau. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich hab immer noch Angst. Sicherlich gibt's gleich in wenigen Sekunden so einen dummen Tod. Wer? Ja, da ist endlich das heiß begehrte Ziel. Red Switch. Naja, der Switch ist doch eher blau. Also, da war der Hackersteller wohl farbenblind. Okay, der Witz war schlecht. Okay, ich glaube, ich sollte mir wohl noch ein paar Power-Ups zulegen. Mein Gott. Ich bin jetzt zu faul, um abzuspeichern, ehrlich gesagt. Aber falls ich jetzt noch verrecken sollte, dann wäre das die größte Peinlichkeit des Jahrtausends, wenn ich jetzt tatsächlich noch Game Over gehen sollte. Ja, natürlich. War mir klar, obwohl, dann, das ist vielleicht noch mit einer Chance verbunden, nämlich der Chance auf mehr Kohle. Und mit der Chance auf mehr Kohle verbunden ist natürlich noch, ja. Okay, ich habe noch ein zweites Leben. So. Okay, die Power-Ups haben sich gelohnt. Tatsächlich gehe ich hier nicht mehr Game Over. Ja, und ich krieg sogar einen Switch-Jump in. Juhu! Okay, im nächsten Part werden wir dann Mountain House weitermachen. Bis dann, tschüss!